Wirst direkt weggeschossen. Okay. Ja, da müssen wir mal gucken. Ricardo. Okay, er hat hier immer gespeichert. Die Vitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. So, so. Okidoki. Dann werden wir... das anders machen. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Ja. Haben alle schon gehört. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Hab eine Idee. Ich halte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Hab eine sehr, sehr gute Idee. Wir versuchen das Ehen einfach zu benutzen. Gucken, ob das Willkommen mir gelingt. Bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Gucken, ob das funktioniert. Dass wir es einfach anlocken und dafür sorgen, weil die wehren sich ja bestimmt. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Seeksen ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Die sind gefährlich und verzweifelt. Tja, kommt kein Alien. Okay, also es hat sich alle angelockt. Sehen die mich hier nicht, ne? Wir können noch dort was machen, an dem Teil. Mal was probieren. Schnell. Hey, warte mal. Türzugriff. Und irgendeine Tür einschalten. Oh ja, das ist doch hilfreich. Denn ich habe das und die nicht. Haha. Sieht er mich? Nee, ne? Sollten nicht einfach töten. Ich verstehe das nicht. Ist da jemand? Orbitalstabilisatoren auf 80% und 2. Bin nicht da, ich bin nicht da. Reißt euch zusammen, okay? Wir schaffen es schon. Hast du nicht. Das ist gut, Zeit, war ein Fehlalarm. Genau. Fuck. Kommt der jetzt hier rum? Aber es war deine Idee, nicht meine. So, jetzt schnell. Sag ich das hin? Nicht gesehen?
Warte mal. Dies hier war schon ein unheimlicher Ort, bevor alles außer Hand geriet. Hier muss ich ja nicht hin. Hm. Was mache ich denn jetzt? Warte mal, wo soll ich denn überhaupt hin? Ich soll... zu Ricardo. Aber der Typ ist jetzt weg, ne? Ach. Sie überstrapazieren wirklich ihr Glück. Scheiße. Oh Gott! Ihr blöden Penner hier! Das Elend hilft mir auch nicht. Problem gelöst? Offenbar nicht. Oh Gott. Oh, ihr Penner. Brennt! Okay, hat aber keiner sonst gehört. Okay. Dankeschön, Todd Groß, für den 12. Monat, für ein ganzes Jahr. Vielen, 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 vielen Dank. So, aus. Beleuchtung auch aus. Hier hat nichts gebracht. Achso, warte mal, looten muss ich noch kurz. Moment. Ja, naja, ich habe halt mal drauf geholzt, was ich hatte. Was soll ich auch sonst machen, ne? Die haben mich ja schon entdeckt. Und die droppen mir auch ein bisschen Muni, habe ich gerade gesehen. Das ist sehr, sehr angenehm. So. Aber ich will trotzdem eigentlich lieber schleichen. Alles nur Notfallmunition hier. Ach, eine Leertaste. Ja. So, jetzt geht's wieder. Hier. Ah! Die habe ich nicht gesehen. Alter, wie erschrocken. Okay. So. Gut. Ah, ich lasse mal alles aus. Ich kann die auf jeden Fall speichern. Also, wir sind an den Typen vorbei. Sehr, sehr gut. Dann machen wir die hier. So. Da ist die Frage, wohin als nächstes? Und hier ist alles aus. Ich weiß halt nicht, ob das Elend hier kommt. Ich schleiche mal zur Sicherheit, aber... Woher kommt? Was ist denn hier drin? Ah, das hat man, glaube ich, schon geholt, ne? Ja. Das haben wir schon geholt. Ripley. Alles klar? Marlos Berechtigung. Gott. Erschreckt mich nicht so. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüssel manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Com-Zentrale, oder? Ja. Damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Okay. Also sitzt er hier drin. Schwach beleuchtet.
Okay. Orbitalstabilisatoren auf 40%. Sieht ganz friedlich aus bisher. Sieht doch ganz friedlich aus. Aufzugerufen, ja. Eine gute Idee. Kurz am Medikit hier reinpfeifen. Wir haben da genug. So. Nachladen können wir nochmal. 500 Schuss wieder. Also Flammenwerfer-Muni haben wir wirklich jede Menge. Das ist gut. Das reicht für mehrere Duelle quasi mit dem Alien. Aber, wie gesagt, ich werde es mit Bedacht einsetzen und nicht verschwenderisch alles vor mir wegballern. Wenn es auch anders geht, ne? Mal kurz den Revolver mal nachladen. Flammenwerfer. Okay, speichern. Das ist sehr gut. Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun müssen. Ich passe gar nicht mehr auf. Ich bin so in Lauerstellung. Was sollen wir eigentlich tun? Finden Sie einen Weg, die Torrents zu kontaktieren? Okay. Hier lang und dann hoch. Also hier vorne links gleich. Das ist ja gar nicht so weit, wie es aussieht. Frage ist, sind es überall diese komischen Soldaten? Vermutlich schon, ne? Verdammt, ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Ja. Macht sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Apollo lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Okay. Du ein Scheiß. Wo sind die? Da unten, ne? Weg. Möglichst alles umgehen, was geht. Das ist das Beste, was du machen kannst. Spart Muni. So. Ah ja, reinschweißen hier. Ja, hier gibt's Tunnel, aber ich mag die Tunnel nicht, weil... Den Tunnel kannst du dich vom Alien nicht verstecken. Wenn das Alien da kommt, musst du Munition verbrauchen. Ich gehe lieber außerhalb der Tunnel tatsächlich. Außer es geht nicht anders. Außerdem, ich muss zugeben, die Tunnel verwirren mich immer so ein bisschen. Ich verlaufe mich da gerne mal. Okay. Da hat einer Spaß gehabt. Na? Na jetzt. Können wir irgendwas craften? Hier, Medikit mal schnell craften. So, das können wir hier reinsetzen. Den können wir zu Ende craften. Immer schön alles hier auf Vorrat produzieren. Geräuschmacher. Okay, da fehlt hier subkutane Impfpistole. Okay. Dann können wir hier auch mal ein bisschen mitnehmen. Soll ich wahrscheinlich hier hoch, oder? Soll ich hier irgendwas drücken? Ne, ich muss hier hoch. Ja, genau, die Tunnel sind halt bewohnt, genau. Oh, das sieht geil aus, guck mal. Das sieht echt cool aus. Und da sieht man auch, wie riesig diese Station einfach ist, weißt du? Eine riesige Raumstation. Schon krass. So, da leuchtet's. Da soll ich hin. Aussichtsplattform aktivieren. Mach ich. Hier machen. Tasten bewegen. Was? Ah. Okay. Dann hier hin. Okay, es soll irgendwie mittig sein. Das sieht gut aus, ne? Ja. Oder auch nicht. Hä? Klappt das? Ja, das sollte klappen. Ja.
okay, das muss ich mir hier schon merken. 35A. Koordinaten. Was? Koordinatenumkehreingabe. 35A. Ah, guck mal, wir fahren nach oben. Cool. Sehr, sehr cool. 35A. So, nur. Ah ja, Weltraumscan einleiten. Endlich. 75B. Ich hab sie gefunden, Ricardo. Merkt ihr euch das für mich? 35A, 75B. Verstanden. So, Schüssel ausrichten. Die geben die Koordinaten der Torrents manuell ein. Okay. Aber das ist nicht hier, ne? Das ist hier runter. Ja, 35A, 35B. Genau, wie, ihr seid die Schwarmintelligenz. Das ist die Stream-Intelligenz. Das ist die beste von allen. So. Okay, wahrscheinlich müssen wir es auf die andere Seite. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Hä? Okay, ich folge einfach dem Ding. Aber hier vorne kommen jetzt wieder die Gegner. Würde ich gerne umgehen. Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren. Einen Moment. Ah, da müssen wir rein. Da, ich hab's. Luftschleuse. Wir dürfen in den Weltraum. Dürfen wir in den Weltraum? Weichern ist hier nicht, okay. Ist wahrscheinlich oben. Unten. Weit runter hier. Bitte nicht so weit zu den Aliens runter. Ah, hier ist der EVA-Raum. Okay. Und ich höre mein Lieblingsgeräusch. Das ist so ein schönes Geräusch. Der Aufzug meiner Maul ist besser geölt. Ja, das hat ganz schön rumgeknarzt. So, was gibt's hier? Für die Nutzung der Luftschleuse wird ein Raumanzug benötigt. Ah ja. Gut zu wissen. Ist da auch Helmpflicht? Ich bin mir da immer nicht ganz sicher. So. Ein Raumanzug. Zack. Guck mal, ich habe auch... Ist es wie in Star Citizen? Auch hier habe ich kein eigenes Spiegelbild. So. Geil. Jetzt dürfen wir in den Weltraum. In die unendlichen Weiten. Dies sind die Abenteuer. Des Raumschiffs Sevastopol, welches im Weltraum herumdödelt, mit Aliens an Bord, die alles töten und essen wollen. Okay, das ist geil. Ich glaube, das ist ja auch eine versteckte Kritik an der Weltraumvermüllung, die wir Menschen machen. Denn das ist alles Müll, glaube ich. Der uns hier gegen das Visier schlägt, der herumfliegt. Geil. Das ist wirklich der Müll, der gegen das Glas schlägt. Wenn ich umdrehe, ist es weg. Das ist cool gemacht. So, gibt's hier auch Aliens? Wahrscheinlich nicht. Im Weltraum werden sie sich nicht so wohlfühlen, denke ich mal. Das ist schon ganz cool gemacht. Auch diese ganzen Verranzungen so am Rand von dem Glas. Sieht sehr, 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 sehr cool aus. Sehr, sehr cool. So, ich kann leider nicht gucken, wohin muss. Ich laufe einfach hier. Aber ist ja auch nur Weg bisher, ne? Ist nur Treppchen, war jetzt nichts. Wir müssen jetzt die Satellitenschüssel hier, glaube ich, ja, ausrichten. Dish Maintenance. Dish, Dish, Dish. Guck mal, da ist ein Knöpfchen. Die aber nicht geht. Okay. Das gerade. Okay, soll ich hier rein? Ja. Ach, das ist voll geil. Geben Sie die Koordinaten ins Terminal.
Terminal finden, mein Freund. Ist hier ein Terminal irgendwo? Ich sehe keins. Hier. Ne. Ah. Da ist was. Okay. Servolog 1. Parabolantenne in fester Position. Verdammt! Ist okay, Ripley. Bei den Transmittern gibt es eine Überbrückungskonsole. Lösen Sie Sperre der Parabolantenne. Was ist hier machen? Hier war hier noch was. Ne? Auch nicht. Dann geht's noch hier runter. Sonst ist ja hier nichts, ne? Sprinten kann ich nicht. Also wir müssen so langsam laufen. Ich folge mal dem Weg. Dumm, 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 die dumm, die dumm. La, 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 la. CO2-Gehalt im Anzug, keine Ahnung, steht nichts da. Klemmen, Matrix-Steuerung neu starten. Okay. Was soll ich machen? Ich bin mir unsicher. Wieder zurückgehen? Ah! Ah, wissen Sie, ah, okay, hier sind wir jetzt, okay. Da muss ich wahrscheinlich jetzt die Hebel alle runterdrücken. Ja. So, und dann noch den dritten wahrscheinlich. Klemme entriegeln. So. Ah ja, jetzt dreht sich das Teil. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder zurückgehen und damit die Koordinaten eingeben. Genau, zurück muss ich jetzt, ja. Also wir haben sie jetzt offenbar hier entriegelt und jetzt können wir einfach die Koordinaten, die ich mir natürlich gemerkt habe, natürlich habe ich sie mir gemerkt, wie ich mir alles merke, jeden Schritt, ich zähle jeden einzelnen Treppenschritt, können wir jetzt hier eingeben. So, hier steht es ja auch 35a. Eingeben. So. 35. Bestätigen. Ja, kann ich nicht. Sorry. Enter. Oder ist das jetzt der untere? Hm. Warte mal. Ich check's irgendwie nicht. 35a und 75b. Wie soll ich denn das hier eingeben? Hä? Ist doch aber. Auf die 10 soll ich gehen? Geht er nicht, der hat keine 10. Der geht nur bis 20 hier. Wahrscheinlich muss ich die andere Zahl eingeben, hier die 75. Das ist ein bisschen komisch gemacht hier.
60, 65, 70, 75. Tja. Keine Ahnung, geht nicht. Kaputt. Muss ich es hier eingeben? Weiß es nicht. Also egal welche Zahl ich eingebe, er nimmt sie nicht. Na, ob 75 oder 25? Ja, 25 müssten gehen. Aber 25 haben wir ja nicht. Wir haben 35 und 75. Ich kann gerne 25 nehmen. Nö, geht nicht. Ah, aus. Tja. Kann ich hier leider nichts einstellen. Es tut mir leid. 35 oben. Ja, oben kann ich gar nichts machen. Ich kann nur unten drehen. Oben kann ich leider nichts machen. Ich kann oben nichts eingeben. Es geht nicht. Ich wüsste jedenfalls nicht wie, ich komme da ja nicht hoch. So, 75 geht nicht. Pfeiltasten, nee, habe ich schon probiert. Ich kann nur unten drehen, leider. Tja. Das ist natürlich echt ein Problem jetzt. Muss auch irgendwo noch was anderes machen können hier wahrscheinlich. Auf 35 gehen, dann einfach rausgehen. Okay, kann ich machen. Ja, probier 55. Einfach alle Zahlen mal durch. Ja, warum haben die nicht einfach ein Display zum reintippen, weißt du? 35 geht, okay. Ja, warum auch immer. So. Ach, toll, jetzt kann ich nach oben. Hä, aber warum 35? So, und was war das andere jetzt? 75, ne? Das ist ganz, 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 ganz komisch gelöst. Naja, egal. So. Okay, das geht. Ja. Tja, wirklich seltsam. So, gucken wir mal, ob wir die Torrens erreichen können. Lalalala. Dreh dich. Wo sind die? Müsste es dann auch da hinten sein, ne? Sieht so irgendwer? Ich sehe sie nicht. Torrens? Hört ihr mich? Torrens! Torrens, hier spricht Ripley auf der Station. Können Sie mich hören, Relaine? Ripley! Was zur Hölle geht da drüben vor sich? Schlechte Sachen, Torrens. Hier läuft ein Alien herum. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte, Relaine! Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter dem Raumfahrtterminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrens ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Ermöglichen Sie der Torrens das Andocken. Okay, also Docking, ne? Passend zu Alpha 3.13. Ship-to-Station-Docking. Hier geht's schon. Und wir können sogar live und manuell, natürlich, wir machen hier alles manuell. Hier ist ich weiß gar nicht, was die damals für eine Vorstellung hatten von der Welt, wie sie in Zukunft sein würde. Schon irgendwie ganz witzig, weißt du? Ich glaube, also, ich finde es aber auch irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Also, wenn du heutzutage, also nehmen wir mal an, dieses Alien-Universum gäbe es nicht und es würde sich heutzutage irgendwer ausdenken, dann würdest du alles mit dem Smartphone steuern. Und überall Touch-Eingaben haben und voll modern oder sowas. Aber dass du an irgendwelchen Rädern drehst und dass du alles manuell Hebel umlegst und sowas. Unvorstellbar heutzutage. Aber irgendwie ist es geil, weil es so haptisch ist. Es fühlt sich viel, viel echter an. Irgendwie, ich mag das. So, ich gehe jetzt aber hier zurück. Hier unten, da schimmelt es schon dran. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja,
Ja klar, eine manuelle Notfallsteuerung ist schon klar. Aber hier ist ja wirklich alles Mögliche manuell. Und das einzige Drahtlose hier ist mein Hacking-Gerät. Das geht komischerweise. Da sind die Chips drin und eine Antenne offenbar. Das ist schon lustig. Genau, es ist so Retro-Sci-Fi, genau. Und richtig, genau. Und das macht Star Citizen auch. Deswegen kommt mir das Spiel auch so schön rüber. Ich mag das sehr. Weil Star Citizen macht ja auch so ein bisschen Retro-Sci-Fi. Das finde ich sehr, sehr cool. So, bin ich jetzt richtig gelaufen? Ich hoffe. Ja, sieht so aus. Kurz einen Schluck trinken. So. Und dann legen wir mal hier die Rüstung ab, wahrscheinlich. Und dann speichere ich erstmal. Mechanische Steuerungen sind weniger anfällig. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also auch eine mechanische Steuerung kann sehr anfällig sein. Du brauchst trotzdem irgendwie eine Kabelverbindung oder irgendwelche metallischen Komponenten. Also da würde ich mich jetzt gar nicht mal so festlegen, was hier anfälliger ist und was nicht. War hier nicht vorhin offen? Aber wir sollen hier rein, ne? Ja. Okay, wir fahren wieder hoch. Ricardo, halten Sie sich bereit. Wir verschwinden von hier. Jawohl. Ricardo? Ricardo, hören Sie mich? Ricardo, bitte komm. Ich glaube, Sie haben Ricardo erwischt, Ripley. Hab da ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei. Ich würde mich gerne hinhucken. Oha. Haha. Ein Glück, dass ich die hab leben lassen. Viel Spaß, Alien. Oh, ich hoffe, die kommen hier nicht rein. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Typ. Ich sehe es Alien nicht. Da hinten ist es. Ah, da ist es. Ja, Surin. Surin, Surin. Oh, ist der dumm. Du bist so tot, Junge. Du bist so tot. So, ich hoffe, es kommt hier nicht rein. Ja, schnapp sie dir alle. Es macht voll Spaß, daran zuzusehen. Ich glaube, das ist Alien-Voyeurismus. So, aber mich darfst du natürlich nicht kriegen. Ich bin aber auch viel, viel klüger als die anderen. Ist es jetzt weg oder nicht? Ja. Sieht so aus. Kann schon. Okay, da hinten ist es. Komm, spring weg jetzt. Hier ist niemand zu Hause. Es sucht noch irgendwen. Na? Okay, vielleicht können wir jetzt gehen. Wir müssen nämlich dahinter, das ist das Problem. Oh Gott. Geh doch weg. Köpfchen. Links, 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 links. Ja. Ablenken, aber ich will eigentlich sparsam sein. Eigentlich ist es hier genug Platz. Ich muss es eigentlich nicht ablenken. Scheiße. Warte mal, wo soll ich jetzt hin? Zurück, ne? Ich muss einfach nur zurück. Dann
hoffe ich mal, dass es jetzt hier nicht reinkommt. So. Gehen wir einfach. Jetzt ist es hier, weißt du? Verarschen. Fuck. Okay, Glück gehabt. Schön langsam. Zeit. Nichts hetzt uns. Einmal kurz speichern. Oh. Sehr, sehr gut. Sind wieder ohne Munition und ohne Tools weitergekommen. Das ist das beste Weiterkommen von allen. Hallo, siehst du mich? Tschüss. Ah, so gut, so schön. Da wollte es sich doch mal von hinten anpirschen, aber ich hab's natürlich direkt gerochen. Von weitem schon. Aber es ist mir bestimmt irgendwie gefolgt. Wir werden es auf jeden Fall nochmal wieder sehen. Oh fuck. Ricardo? Oh. Gott. Ricardo. Guck an. Oh nein. Ricardo ist jetzt schwanger, Freunde. Okay, es ist gerade verschwunden. Wir müssen da lang. Wir müssen jetzt hier unbedingt verschwinden. Ich schleiche einfach. Oh nein, Kampfmusik. Ja, Ricardo ist schwanger, wird bald gebären. Es wird bestimmt ein Junge. Ich hätte sprengen können. Aber es ist hier gleich um die Ecke. Es ist genau hier. Oh Gott. Na, jetzt hauen sie aber gegen Ende nochmal ordentlich auf die Kacke. Wir können sogar raus mit einem Raumanzug dort mit der Satellitenschüssel rumfummeln. Unsere Kollegin hat es auch erwischt. Es ist der Wahnsinn. Ich liebe dieses Spiel. Es ist wirklich, wirklich großartig. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das Alien immer auf den Fersen, immer am Start. Aber ich bleibe trotzdem dabei. Ich halte mich weiterhin so ein bisschen zurück mit Flammi und Co. mit den Tools, die wir haben. Lieber weniger als zu viel ist hier die Devise im Spiel. Es ist ein Schleichspiel, man sollte es also nicht zu aggressiv einsetzen und ich denke, mit diesem kleinen Cliffhanger hier können wir auch mal kurz leben. Morgen geht's dann hier also im Schrank quasi weiter und mal gucken, was uns dann alientechnisch oder auch androidentechnisch, denn auch die sind ja auch so ein bisschen auf dem Fersen noch, die übrigen, die noch da sind, mal sehen, wie es da an der Front dann weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis morgen.